Grüezi miteinander. Mein Name ist Nicola Sitta. Ich bin in Zürich geboren und ich wohne jetzt mit meiner Familie in London in England. Ich arbeite dort an einer Universität als Professor in der technischen Biochemie, in Unterricht und in Forschung. Ich war schon immer sehr politisch interessiert und seit 2007 bin ich auch aktiv bei der SVP International im Vorstand dabei. Ich engagiere mich bei der ELNS, weil mir Freiheit und direkte Demokratie Errungenschaften sind, die sich es lohnt zu verteidigen. Von außen betrachtet scheint es mir, dass man in der Schweiz eigentlich alles hat, was man braucht, um die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu bewältigen. Aber heute ist man eigenartigerweise dazu bereit, wie es so schön heisst, ein bisschen Souveränitätsverlust hinzunehmen, nur um sich mit der EU zu arrangieren. Die ganze Haltung kommt mir ein bisschen vor, wie es damals in den 90er Jahren war, bei der Weltausstellung, wo es in Sevilla geheissen hat, «La Suisse n'existe pas», die Schweiz existiert nicht. Ich finde, diese Selbstkasteiung, diese Haltung muss jetzt aufhören. Darum wünsche ich mir, dass man in der Schweiz mit ein bisschen Stolz, aber vor allem wieder mit viel Mut sagt, «La Suisse existe», die Schweiz existiert. Je voudrais qu'en Suisse, que l'on dit avec une certaine fierté, mais surtout avec beaucoup de courage, la Suisse existe. Mi auguro che noi in Svizzera, con un po' di orgoglio, ma soprattutto con molto coraggio, diciamo, la Svizzera esiste. Jauma Javisch, kins dia in Svizzera, con luscezza, ma soprattutto con bler coraggi, la Svizzera existe.